hätte da mal eine Frage. Wissen Sie, wo man hier noch Munition oder so... Naja, gut, ich sollte erstmal fragen und dann töten. Er sagt, stopp! Was ist denn daran so schwer zu verstehen? Ich sprühe erstmal hier den Stein. Er hat's verdient. Er sieht so komisch aus. Er sieht nicht so aus wie die anderen Steine. Hihi, daneben. Da bringt nichts mehr, Junge. Ich hab geile Tipps gekriegt. Ich soll mir ein Schild bauen. Hab ich gemacht. Und ich wälz mich in den Loot. Und das tut mir gut. Ja, und damit hallo und herzlich willkommen zurück zu Night of the Dead mit den Carbin. Nach der 27. Welle, die wir natürlich komplett zerfetzt haben. Jetzt müssen wir uns vorbereiten auf die 28. Welle und ich sehe schon wieder Sachen, die mir überhaupt nicht gefallen. Ich habe gerade mal 5 Sekunden angefangen und ich sehe schon, es ist schon alles wieder da. Also hier mit den Ressourcen spawnen, das ist ein... Ich glaube, ich musste vielleicht deaktivieren, weil irgendwie scheint es nie so ganz knorke zu sein. Also wenn jedes Mal beim Auslocken alles wieder neu spawnen tut, das ist zwar materialtechnischerweise vielleicht gut, aber so zum Zocken ist das ein wenig kontraproduktiv. Das ist falsch. So rum. Das bleibt trotzdem falsch, Carbin. So. Ja, jetzt kann ich erstmal die Scheiße hier aufräumen, oder was, oder wie? Das ist ja mal... 6 von 6 Premium ist das da. Naja, gut. Okay, treffen müsste ich hoch. Naja, gut, so hätte ich jedes Mal Holz, aber... Kann ja auch nicht sein, aber hier, die sind ja auch weg. Ich bin jetzt ein bisschen verwirrt, aber hey, das ist nicht neu. Na gut. Ich behalte das im Auge. So, was liegt denn eigentlich jetzt? Also, eigentlich liegt das selber an wie jedes Mal. Wir versuchen die Weltherrschaft. Ja, okay, gut. Pink und Brain, ne? Nee, ich bräuchte erstmal Raketen. Denn habe ich schon so überlegt. Ich wollte eigentlich jetzt mal schnell oben schauen. Wie sieht's denn aus, wenn ich da oben einen zweiten Raketenwerfer hinstelle? Und zwar in dieser Richtung. Den müsste ich aber dann extra schalten. Also batteriemäßig, ja, kann das so bleiben. Aber ich bräuchte da hinten irgendwie so einen Schalter, dass, falls die wirklich von da kommen, dass ich den erst aktiviere. Nicht, dass der denn, wenn da drüben und so, zack, bums, bringt mir ja auch nichts. Mal sagen, sag mal, kann ich den hier hochstellen? Ja, dann würde er nicht im Weg stehen und der hätte genau Teil von Front Angriff. Ich glaube, das werden wir mal ausprobieren, wa? Und dann kicken wir mal nach Munition. Alter, 2 Teile jetzt zu befüllen, denn wird richtig knorkel, wird das. So, naja, gut. Falle. Raketenwerfer ist da. Und der kostet mir Fallmotoren. Heilmotoren. Na gut, dass ich jetzt alles verbraucht habe. Was ich dafür brauche? Ne, Moment mal. Ich müsste ja. Moment mal, erstmal schmeiße ich hier. Sehe schon wieder hier eine Mütze. Und Klamotten und so. Bin gespannt, wie lange das dauert, bis das hier voll ist. Naja, wir werden sehen. Gut, dann baue ich mal schnell Heilmotor. Dazu brauche ich einfach bloß einen Handkranz und Kupfer. Habana. Sollte nicht ein Problem sein. So, Kupfer. Kriegen wir ja hier raus. Und dann, ist das gut. Dann stelle ich so ein Ding da an. Und dann mache ich so einen Schalter oben. Ich weiß noch nicht wie, aber... So weit in der Richtung. Und dann ist gut. Oh, ich glaube, das könnte Plan werden. Der nach hinten losgehen tut natürlich. Wie immer. So, jetzt brauche ich noch einen Motor. Das übliche Nägel. Wo sind die Seile? Seit gestern habe ich Angst. Jetzt sind schon wieder keine Seile. Was mache ich mit den Seilen? Fress ich die oder was? Aber ich habe doch... Also jetzt... Da sind sie. Butterbeerfische wollte ich gerade sagen. Ich habe doch Seile hergestellt. Also so langsam...
Ich glaube, das Spiel will mich in den Wahnsinn treiben. Aber volle Kanne. Oder was sagt ihr dazu? Naja, gut. Es hat es fast geschafft, aber ich gebe noch nie auf. Also, so leicht mache ich den Spiel das nicht. So, jetzt ist es raus. Nägel, mache ich gleich. Aber erstmal brauche ich 7 Kupfer. Kabel meinte ich natürlich, ne? 7. Check. Nägel. Hochfast. Oh. Ich sollte das erstmal sein lassen. Aus folgendem Grund, wenn ich das nämlich jetzt herstelle, ist Wartungskits erstmal. Fällt aus wegen Isni. Dann machen wir erstmal Wartungskits. Und laden die da hinten erstmal auf. Dann haben wir mal noch ein bisschen was sicher. Naja, ich mach mal kurz ein bisschen Strom sparen, wa? Bist du aus? Nee, bist du nicht? Du Kacke-Ding. Alter, das war ja so schnell ausgeflutscht. Und ausgelutscht. Ja, ist ja... in der Spitze. Riesendreck. So, Rinder. Rinder. Aber so weit von Rind. Rinder hietet ja nicht. Nee, sorry. Naja, gut. Dann muss ich ja wohl... normal. Bio oder normal. Richtung Küste oder eben halt Richtung City. Was sagt ihr denn? Küste hatten wir schon eins, wie man hier habt. Also wäre mal ein bisschen abwechslungsmäßig. Ich bin eine City, wa? So ein bisschen. Ein Haar bisschen. Ich sollte, bevor ich hier anfange einzusammeln, da das hier. Vielleicht. Inventar. Könnte von Vorteil sein. Da eins wie Plätzchen frei zu haben. Ha, ich mag Plätzchen. Platz. Sitz. Gut. Okay. Gut, dann mache ich erstmal wieder hier, hier schießt der Pöferin. Wer ist er jetzt? Latte wie Hose. Die Angel, die kann doch erstmal raus. Die spielt doch jetzt ja kein Walzer. So, zack, bums, weg ist er. Holz brauche ich jetzt auch erstmal nicht. Na, komm. So. Holz weg. Benzin. Habe ich nur 1-2 Stücken. Hab ich gesehen. Kommt noch was dazu. Also Benzin, wirklich gesagt. Es läuft. Also. Kann besser, aber nicht viel. Okay, kann auch nicht besser, weil was soll denn da besser werden? So, Skills technischerweise. Ja, ist eigentlich total Latte, wo ich da drin schmeiße. Ich habe so viele. Ich habe 5000 Punkte. Ich kann alt freischalten. Ich kann mir alles leisten. Ich bin reich. Ach, scheiß drauf. Brauchen wir zwar nicht, aber... also überhaupt nicht. Aber ich kann es mir leisten. So, zack, Bums drin. Es spielt kein Walzer mehr. Außer das brauche ich nun wirklich nicht. Miezekatze? Warte mal, ich hatte eine Miezekatze. Da ist ja eine Miezetatze. So. Dann haben wir mich auch. Und weil ich mir das eben halt leisten kann, scheiß drauf, mache ich alles. Wie gesagt. Das auch. Obwohl ich das ja nicht brauche, weil, wie gesagt, ich bin hier alleine. Gut, dann würde ich mal sagen, ach nee, hier sind ja auch noch ein bisschen Funk und so, ne? Brauche ich zwar auch nicht. Oh, das kann ich machen. Das habe ich ja. Also gut, ich habe zwar nicht vor, in geraumer Zeit mir irgendwann so ein Ding zu bauen. Weil, gut, Benzin. Könnte ich mir ja jetzt leisten. Und dann kann ich mir nämlich auch hier den großen Generator bauen, der total sinnlos ist, weil, wie gesagt, der kriegt Benzin und... oh, ich habe zwar ein bisschen was, aber dann kann ich das auch gleich wegschmeißen. Weil das Ding frisst nämlich ganz schöne. So, also. Jetzt wird nicht wie ihn. Ja doch, jetzt. Nein, man will ein bisschen Platz gemacht. Es geht doch. Geht alle, wenn man will. So. Gut, wo war ich jetzt stehen geblieben? Das ist da.
Das ist da. Können wir jetzt mit den Toben weitermachen. Wusa! Mit den Toben weitermachen. So, das hab ich. Platten brauche ich, Nägel brauche ich. So, jetzt kann ich mir ein paar Nägel herstellen. Nicht, weil, wie gesagt, habe ich ja jetzt gerade ausgeben. Ich wollte bloß gucken, ob ihr aufpassen tut. Dann mache ich mal jetzt mein Inventar leer und dann nehme ich ab in die City. Oder sollten wir jetzt erst... Ja, eigentlich sollten wir die Raketen jetzt, weil ich kenne mich doch. Ich verfase mir in der Stadt. Und wenn ich zurückkomme, ist die Kacke am Dampfen. Sollte das erst machen. Aber so das Gefühl, das wäre clever. Ja. Ich glaube, das mache ich. So. Dann machen wir mal schnell Munition. La Munitiona. Und dann La Revolta. Hä? Einfach hinnehmen. So. Hier, warte mal, der Plastik brauche ich jetzt auch nicht, oder? Ich lasse das erstmal hier. So, wie gesagt, das brauche ich auch nicht. Das brauche ich jetzt auch nicht. Wie gesagt, brauchen wir, wenn wir zurückkommen. Also, oh, jetzt, ich habe noch genug Zeit. Man weiß es ja nicht, ne? Also, Zeit geht ja schneller um, als man denkt. Wie gesagt, wir haben jetzt ja auch schon wieder 7 Uhr. Und nur gequakt. Fahret euch. Dann lasse ich alle Tier. Die Eisenbahn brauche ich doch. Barren. Und das brauche ich auch. Sonst keine Raketen. Wenigstens eins fertig haben. Oh. Wie jetzt? Ach, Kupferbarren. Da waren das mit die Kupferbarren. Aber das kriegen wir hin. Ah, siehst du, zack, Bums, da machen wir, richtig, also, heute wird, nee, gekleckert, heute wird geklotzt. So, 26 Raketen, zack, Bums, Rinder oben in den Schlund, es grauens, und dann kann er Party machen heute Abend. Also, morgen, für euch müsste morgen sein. Je nachdem, wie gut ich die Folgen schneide. Also, ich würde mal sagen... Auch wenn sie ein bisschen daneben ziehen, solltet eigentlich... Ja, hier sind ja auch noch. Guck mal, was da noch drin ist. Hier könnte ich vielleicht nochmal nach... Da sollte ich so ja nochmal nachziehen. Aber sowas... Ich habe ja nicht... Also ja, die haben rumgeballert, aber ich habe ja nicht mitgekriegt, dass es so viele war. Da hat doch die Nego verpasst. Na gut, da waren aber auch bloß 100 drinne. Also machen wir da auch nochmal ganz schnell. Nach Munition. La Munitiona. Dann kommen wir zurück und dann ist uns alles andere scheiße. Ja, weil ist ja alle da. Ich nehme wieder die Billo-Munition, ne? Weil kann ich in Massen herstellen. Kostet nicht viel. Und fliegt jetzt erstmal hier durch die Gegend. Es regnet Felsen. Es fällt uns der Himmel auf den Kopf. Was ist los? Nein, du nicht. Du dürfst noch ja nicht da sein. Ihr dürft doch noch ja nicht da sein. Ich bin noch hier in der Vorbereitung, Leute. Ihr könnt noch nicht einfach so auftauchen, wenn ihr wollt. Und meint, geht so nicht. Ihr Zombies. Oh. Mach ich so? Dann haben wir hier auch wieder Ruhe. Für ihn, Zwietare. Was ist denn da los? Sache durch Zombies, Alter. Die kommen einfach hierher, machen Randale. Dann verlapissimo die und so, ne? Und dann zack, bums, ich brech mir natürlich vielleicht die Haxen. Und dann sind wir hier nie in 7 Days. Ich würde das hinkriegen. Leichter als, Reifen und so, ne? Da bist du hinten hin. Da ist Munition. Da hinten habe ich auch noch Munition gesehen. Jetzt wird ein Stein. Nur ein Stein. Der Weisen. Ja, gut. Alter, Peter. Ich sag mal so. Ein Katapult ist denn auch erstmal wieder... Boah, ich sag mal so. Genormt. Also, da ist hier noch drinne.
Uiuiui. Munition, scheiß drauf, brauche ich jetzt die nächste Zeit. Ihr sagt wirklich nicht mehr herstellen. Ist. Ui. 300. Wähle das nochmal hier auf. 300 und da waren doch schon 300 drin. Na ja, nicht ganz. Gut, dann machen wir so. Ist doch jetzt egal. Ob jetzt 300 oder so. Das ist völlig total egal. Jetzt machen wir da Steine. Ich meine, jetzt machen wir die Steine da unten drin. Siehst du, die könnten, wie gesagt, die muss ich dann auch noch werten. Das machen wir, wenn wir zurückkommen. Also zumindest. Aber. Wie gesagt, ich weiß nicht, von wo die kommen werden. Geh mal wieder aus. Davon aus, dass sie in eine Stadt kommen. Wenn nicht, dann ist. Ist das nicht mein Problem. So. Gut. Darin. Büchlein da rein. So, was habe ich denn jetzt noch da? Ja, ein bisschen Platz habe ich jetzt. Wieder. So, aber hier Kupfer und so, Kabel und kann eigentlich, wie gesagt, auch hier bleiben. Ah, wie gesagt, Vorbereitung ist alles. Ach du Scheißendreck. Naja, nein, nee, Benzin lasse ich mal eh hier. Wohl spielt ja kein Walzer. Nimm das mit. Scheiß drauf. Das bleibt hier. Guck nicht, dass ich irgendwas reparieren werde. Kabel verlegen in der Stadt habe ich auch keine Böcke. Fällt aber richtig ins Gewicht, wa? Die Blätter hier drin zu schmeißen. Naja, gut. So, Leute. Also, ich bin fertig. Also, fix und fertig. Ich habe mein Inventar leer. Alter, wir haben noch 6 Uhr. Warum bin ich nur vorhin auf 7 Uhr gewesen? Geisteskopfmäßig. Habe ich mir gedacht. Habe ich wohl falsch gedacht. Ich muss das nachher wieder rum, zurückstellen. Es war schön und gut, dass ich das Zeug dann hier gleich alt habe. Aber es ist nicht so original. Und das dürfte auch ja nicht so sein. Hm. Ist mir gestern so nebenbei aufgefallen. Das ist, glaube ich, aber auch erst seitdem. Oder vielleicht ist es mir jetzt erst aufgefallen. War schon immer hier so, dass das Spiel in der Cloud gespeichert wird? Bei 7 Days? Darauf nie geachtet. Mir ist dann ins Gesicht gesprungen. Hab ich gesehen? Aber nee, das heißt ja bloß, dass abgespeichert wird. Also quasi, was ich auch quasi schon mache. Egal! Oh. Oh, eins Risiko. Kann ich denn hier schon rinnen? Wieder? Wird mal wieder Zeit, dass hier. Ich habe ja auch eigentlich aktiviert, dass hier das auch respawnen sollte. Aber komischerweise draußen respawnt alles. Hier, Uschi ist auch wieder da. Aber sonst. Da erstmal nichts. Funktioniert ja wieder. Aber sowas von überhaupt nicht. Das heißt. Unten. In der U-Bahn und so. Naja, gut, da ist noch das Eisen und so drin. Aber so materialtechnischerweise im Hotel oder so? Da dürfte dann auch nicht sein. Uhu, bitte bleib stehen. Ich brauche doch Zeiten hier, so Reaktionen und so. Die sind doch nicht mehr so doll. Ach, schön. Bräuler, der den fast im Mund fliehen tut. So, was? Also, ich brauche ja auch noch Tauben? Wild? Nee, nee, Wildschwein nicht. Ein normales Schwein brauche ich, ne? Auch eine normale Sau. Ey, du Sau! Weißt du, wo eine Sau ist? Brauch die mal kurz. Habe ich den getroffen? Oder? Nee, getroffen habe ich ihn. Dies hat er ja mehrere Pfeile im Rücken. Hallo, Sie da. Könnten Sie mal bitte kommen? Sie haben da was im Rücken. Darf ich meinen Pfeil wieder haben? So heißt das doch, ne? Ja, wo steckt er denn? Ja, in ihrer Katze. Oh, das ist ein böser, böser Otto-Witz. Aber das waren auch noch andere Zeiten. One shot.
Alter, 10 ist schon ein geiles Stück. Technik. Aha. So, wie gesagt, ihr müsst mir jetzt helfen. Ihr müsst mir jetzt seelisch und moralisch drauf helfen, dass ich die Säue sehe, wenn sie da sind. Quasi telepathisch. So. Wartet, nehmen wir mit. Hallo, Sie da. Ich hätte da mal eine Frage. Wissen Sie, wo man hier noch Munition oder... Naja, gut, ich sollte erst mal fragen und dann töten. Hab's im Kopf. Töten! Schwierig. Was ist da denn wirklich so? Könnte langsam ein kleines Problem werden. Nicht respawned, ist das doof. Warte mal, ich mach mal ein paar Bolzen. Ich hab nicht gerade gesehen, also mit den Bolzen, welches die laufen, ist auch nicht gerade geilo. Hallo? Ich mit dir. Holz brauche ich nicht. Was sind die da? So, 108. Moment. Naja, ja, gut. Wird reichen. Wie gesagt, allzu viel durfte ja auch nie sein mehr. Stopp. Gesagt, stopp. Er ist daran so schwer zu verstehen. Danny, dass du dir jetzt einen Zacken aus der Krone gebrochen hättest, bist ja schon tot. Oh, Alter, wenn die jetzt da abrutschen tut, Alter, die gibt aber blaue Flecke. Hallo, ich bin hier. Das hat ihn ja nicht interessiert. Wie gesagt, hier respawnt gar nichts. Weil hier waren wir schon keine Ahnung, wie lange nicht mehr drin. Hätte den heute immer in der Mitte zusammengeklappt. Gut, dann brauche ich da oben mich auch nicht nachschauen. Das ist doch totaler Humbug. Genau in diesem Moment. Und ich habe nicht gesehen, dass er irgendwas abgespeichert hat. Der hat einfach mal so geruckelt. Geht dafür eine gute Idee. Lalalala. Sind alle Häuser, wo ich drinne war. Deswegen sind ja auch die Türen offen. Hallo. Ich habe gerade gedacht, dass er eben gerade schon wieder ruckeln tut, weil er genau in dem Moment, wo er sich hingestellt hat, war ein ganz Mini-Freeze. Mr. Freeze. Hallo, Nacki. Arsch. Schieß dir mal in den Rücken. Auch so ein Rücken kann entzücken. So, wie gesagt. Was hat denn das jetzt für einen Sinn, wenn ich das einstellen kann und das funktioniert denn trotzdem nicht? Jetzt watsche ich hier durch die Stadt. Was kommt raus? Nüscht. Da werde ich aber jetzt fuchsteufelswild. Okay. Das funktioniert nicht. Aber wie gesagt, die ganzen Autos, ihr seht es ja, die sind ja maximal gebraucht. Aber die Stadt ist doch eigentlich ja nicht so clean. Hier muss doch noch, was sein in diesen ausgelutschten Kaugummi hier. War hundertprozentig noch nicht im Gebäude drin. Kann ja nicht sein. Das würde ja bedeuten, dass ich gründlich bin. Nee, nee. Ja, zum Glück habe ich Maschinen zu Hause an. Also, das könnte ganz schön nach hinten losgehen, kuppertechnischerweise. So, hier ist die Schule. Da war ich auch schon drinne. Rucke die Zucke die Bums. Naja, gut, dann lieg einfach mal hier seitlich runter wieder. Mal schauen. Vielleicht können wir hier noch irgendwas erschnorren. Wenn nicht, dann sieht's übel aus. Mächtig, gewaltig übel. Oh. Verbrühe erstmal hier den Stein. Er hat's verdient.
Er sieht so komisch aus. Er sieht nicht so aus wie die anderen Steine. Quasi Steinrassismus. Könnte gerade sein, dass ich gerade die Nase erschlagen habe. Mit der Picke? Es tut mir leid. Hab dich nie gesehen. Es war nicht mehr Absicht. Ich werde dich in Ehren halten. Ich werde dich schön brutzeln. Richtig schön eine Karotte im Mund. Ja, gut, dann krieg ich wenigstens so noch ein bisschen Kupfer, Eisen zusammen. Die Fragmente. Wichtig, brauche ich ja. Ist der Stein weg oder ist er nicht weg? Ich hab da den anderen auseinandergekloppt. Na? Was ist denn hier los? Was ist geschehen? Und gehen wir mal hier runter und hoffen wir, dass wir hier ein bisschen mehr Glück haben. Hallo? Ich brauche ein bisschen Loot. Ich habe Entzug. Ich sehe schon ja nicht mehr, wie Loot aussehen tut. Brauch doch bloß ein bisschen was. Um die Synapsen ein bisschen anzunerzen. Was ist mit dir los? Will ich dich befreien? Naja, gut, ich muss ja auch von irgendwann muss ich ja leben. Irgendwas muss ja in die Magen rinnen. Und wenn jetzt so ein Rabe ist, naja, gut, dann muss das wohl so sein. Bin da nie wederisch. Genug Soße auf. Mit allet. Würde ich jetzt nie unterschreiben. Hey, Loot! Hallo, Leute! Nie so schnell. Muss ich erstmal. Nee, hier wohnt ich. Ist es nicht, also so viele Leute auf ihn. Leck. Hat man schon ewig nicht mehr. Nee, was ich dazu sagen soll. Ich kann damit nie umgehen. Ich muss hier. Ich mag das nicht. Die Krat, oh lala. Der Kamin, der ist wieder da. Und der hat was mit bei. Es leuchtet. Ich wollte gerade sagen, und ist scharf, aber stimmt nicht. Es ist heiß. So, aber hier müsste doch eigentlich auch nicht bloß eine Knifte sein. Hier müsste auch Munition sein, oder? Nur versucht das mal hier im Gras zu finden. Das ist ja wie Ostern ist das da. Ja, vor allen Dingen, wenn ich das hier... Warte mal, ich muss mir wenigstens das Schild wegpacken. Die künstliche, na, Blendung. Genau. Das, was ich sagen wollte, da hinten ist eine Kiste. Eine Kiste, da könnte Munition, sollte Munition drin sein. Nicht könnte, sondern sollte. Und da ist noch ein Schrank. Aber eigentlich für so einen großen Raum ist das sehr, sehr wenig. Ein Nagel, also 5 Nägel, meinte ich. Wow. Haben wir schon mal die erste Miete. Für unseren Geschützturm. Ah, siehst du, immer Benzin, immer Kupfer, Munition. Ein der Weisen ist auch mit bei. Lass ich aber hier. Wer weiß? Vielleicht finde ich ja noch ganz, ganz viel Loot. Muss mir an einen klammern. Ich habe ja nichts hier, wie gesagt. Siehst du, er ist schon enttäuscht. Geht er weiter. Hallo. Wollte ich nicht hier ignorieren. Aber ich war gerade anders beschäftigt. Sieht eigentlich noch ganz gut aus. Schön durchblutet. Könnte man eventuell... Nee. Naja, warte mal. Ich habe hier Autos gesehen, die noch nie auseinandergeschnetzelt worden sind. Muss ich machen. Ein wenig Munition sparen. Oh, ab hier vorne. Cool. Naja, gut. Hier ist ja auch U-Bahn und so, ne? Eingang. Technischerweise. Naja. Das gehört dir doch ja nicht. Du siehst nicht aus, als ob du einen Führerschein hast. Was, wo? Hier muss aber ein ganz schöner Andrang sein, so. Autotechnischerweise? Was jetzt angelaufen kommt? Hihi, daneben. Da bringt nichts mehr, Junge. Ich hab geile Tipps gekriegt. Ich soll mir ein Schild bauen. Hab ich gemacht und... Ah, kannst du erstmal nichts machen. Gold. Eine Kiste. Hab ich denn gekriegt?
Uhr. Use. Naja, gut. Egal. Egal. So, schön Rinder. Wie gesagt. Papa baut sich einen zweiten Turm. Hallo? Ein Ditter. Und nochmal Handschuhe. Waren zwei Kisten. Gar nicht gesehen. Das habe ich nie, also nie kommen sehen. Also, so ganz und gar nicht. Das Schöne ist, wie gesagt, ich kann jetzt hier einfach hier durch. Und die können nichts dagegen tun. Kommen Sie! Ist ja, die sind so ja blind. Wollte ganz woanders hin. Hab's hier sehen. Tü-tü-tü. Boah, ich wollte gerade sagen, das kann doch ja nicht sein. Wie kann jetzt mein Inventar jetzt schon voll sein? Das war doch 5 Sekunden, war da doch noch Platz gewesen. Boah, Alter, bei jedem Geräusch krieg ich schon wieder Angstschweiß. Inventar technischerweise. Sau. Loot! Ich rette dich! Lass mich durch! Ich wälz mich in den Loot. Und das tut mir gut. Oh, und der Raum ist natürlich ein bisschen besser gefüllt. Nein, jedenfalls so. Also, loot-technischerweise. Ach, das ist schön. Ich freue mich. Aber volle Möhre. Ich glaube, wir kriegen nochmal hier so eine Folge hin. Also, loot-technischerweise. Wie ihr sagt. Ist nicht wenig. Übrigens, ich habe immer noch nicht rausgefunden, an was das liegen tut, dass 7 Days Folgen dateitechnischerweise so groß sind. Also ich verstehe das, weil ist ja Film mit Bewegung und Licht und so, aber haben wir doch hier auch. Also falls ihr das nicht mitbekommen habt, also 7 Days Folgen haben bei mir so über 100 GB immer. Night of the Dead, wenn ich eine Stunde aufnehme, komme ich vielleicht mal auf 40 GB, aber das ist dann schon viel. Keine Ahnung, an was das liegt. Ich habe schon oben ein bisschen rumprobiert. Also, viele verändern kann ich nicht. Also, mit den, das sind mit diesen Frames und so, 7 Days ist ja normal. Aber ich muss mir auch, wie gesagt, eine neue CPU irgendwann mal holen. Aber, für den Preis, nee. Also, sag ich erstmal, könnte noch eins wie Sekündchen dauern. Ja. Keine Ahnung, was das liegen tut. Ich habe schon die, was ist denn das? Jetzt zwar auf Qualität allzu stehen, aber dann müsste doch hier die Dateien auch groß sein. Wie gesagt, ich habe ja jetzt, nehme das ja jetzt alles auf meine M2. Also Festplatten technischerweise. Ich kann 3-4 Folgen aufnehmen, weil ich habe ja auch eine dummerweise andere Sachen hier drauf. Was ich schon lange auslagern wollte. Noch nicht getan habe. jo. Kann immer so 3-4 Folgen. Also 4 Folgen Maximum 7 Days aufnehmen und 2-3 Folgen Night of the Dead und dann ist aber. Da muss ich schon teilweise raus und dann remuxen und dann schon rendern. Ja, vor allen Dingen kostet ja auch das Rendern Zeit, ne? Das ist auch nicht normal. Kann ja schon mal so sagen. 7 Days und hier Night of the Dead. So Renderfolgemäßig. So eine Stunde, anderthalb Stunden. Sind schon 1-2 Sekündchen, also was das dauert. Wie gesagt, ich startet ja nicht nur so hoch. Ich schneide das ja hoch und versuche ein bisschen so. Ja, Qualität würde ich jetzt nicht sagen, aber so 1-2 Sachen zu machen hier an diese Videos, bevor sie rausgehen. Wenn es funktioniert. Ja, und trotzdem, keine Ahnung, also wenn ich eine Stunde Feuer habe und die runterkriege auf 30 Minuten oder 45 Minuten, was ihr immer sehen tut hier, das Endresultat, trotzdem sind die Folgen wie sich wie Arsch groß. Ist schon, also bei 7 Days jedenfalls, sehr, sehr merkwürdig. Ich habe mich auch damit schon abgefunden. Wie gesagt,
Eine 3 Terabyte kann ich nicht rufmachen, weil da ist ein Fehler, wie gesagt, wo ich bis jetzt noch nie weiß, was das ist, weil wird mir auch nie angezeigt. Also Sektorenfehler oder sonst irgendwas. Keine Ahnung. Da hast du eine 3 Terabyte Festplatte und kannst die nie nutzen. Die Aufnahme. Weil du jedes Mal Angst haben musst, dass eine Datei kaputt gehen tut, so dass du ein Video wegschmeißen musst. Und ich habe auch erst gedacht, dass es OBS ist oder so, weil ich habe jetzt zurzeit auch bei OBS das Problem, dass er mir die ersten paar Sekunden kann ich nie benutzen. Und wenn ich die nie rausschneide, kann ich das Video nicht benutzen. Das ist total komisch, ist das da. Ich glaube, ich muss mal die Version runtersetzen. Also, keine Ahnung. Also, ich kann mir nicht vorstellen, kann mich nicht daran erinnern, dass es bei älteren Versionen so war. Also, muss ich nochmal gucken, ob ich irgendwie eine ältere Version kriege. Ja, komm raus. Ich mach so ja auf. Komm hier rein. Technischerweise muss ich mich ein kleines Päuschen machen. Aber erstmal hier looten. Ab hier ist mal Zeit. So, da haben wir Fressi Fressi. Dann sag ich doch. Und ein bisschen Fragmente, das ist gut. Da kannst du immer mehr brauchen. Auch gut. Also nahrungstechnischerweise lüftet er. Ach, drücken. Wollte sie umgehen. Hat nicht funktioniert. Das sollte nicht sein. Hallo, ich bin hier. Kann ich kommen sehen. Im wahrsten Sinne des Wortes. Naja, gut, ne? Die zwei Kisten noch. Ich stelle mir hinten in die Ecke rein und dann ist es gut. Dann heißt es aber nochmal für uns, wir müssen morgen hier noch mal kurz durchpesen. Und wenn wir Glück haben, ist Horden-Time. Oh, Alter, mein Platz ist schon wieder voll. Ist auch voll uncool. Gut, ich kann jetzt hier noch ein bisschen Platz machen. Wie gesagt, das Holz. Mit drauf. Ich habe einen Wald neben mir. Kann ich abfasern. Und dann ist es gut. Ah, passt so. Na gut, Leute. Ich werde mich mal kurz verabscheuen von euch. Wir sehen uns morgen wieder. Selbe Stelle, selbe Wille. Wenn es euch gefallen hat, Däumchen, Träumchen nicht vergessen. Und neu und so. Abonniert den Kanal, unterstützen damit. Ich bin dann erstmal raus. Macht euch einen schönen Tag. Tschüss.